Darf ich einmal kurz den Bus haben, danke? Sehr gut, du kannst weiter so. Oh. Ja, wie soll ich denn da hingehen und rückwärts fahren? Ich hab gerade mehr geklärt. Was ein Spasti. Oh. Alles klar. Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer Runde Rollig. Mit dabei ist der Lukas und der Joshua. Und der Uwe, der ist auch dabei. Der ist auch dabei. Wir nehmen heute mal so dritt auf, das ist kein Rank, sondern Casual. Wir müssen Lukas mal langsam ein bisschen beibringen hier, wie man Rocket League spielt. Deswegen spielen wir einfach mal ein bisschen im Casual. Im Casual. Wir haben Sonntagabend, das heißt, ich bin mega, mega kaputt. Ja, schon hat nämlich am Wochenende richtig viel gekifft. Hört man an seiner Stimme. Ja, eigentlich richtig viel gesoffen, aber... Boah, den hast du nice mitgenommen. Eigentlich war es scheiße, aber es hat trotzdem funktioniert. Ja, ich wollte gerade sagen, ich war viel zu langsam. Ja, hättest du den schnell mitgenommen? Hey, nein, der Typ. Die Aktion war zu langsam. Der Typ hätte mich rammen müssen oder sonst irgendwas. Aber ja. Dann sehe ich, Leute, wenigstens nochmal meinen Skill beim Dribbeln, den ich nicht hab. Er fährt wieder nicht. Ich hab jetzt letzte, den jetzt noch ablenken müssen, damit der reingeht. Keiner im Tor. Ja, ich spiele mal hier nach hinten. Lukas! Okay, alles gut. Ich bin nur da. Ja, also wir versuchen in Zukunft zu dritt einen Rank zu spielen. Boah, das wird was. Deswegen müssen wir uns ein bisschen einarbeiten. MacRib. Boah, ich hätte Bock auf Maggis. Boah, Junge, ich hab Bock auf Maggis. Oh, ich weiß, geil. Donnerstag danach, ich hab den Kerl geblockt. Danke, Josh. Ich war letzte Woche Donnerstag bei Maggis, danach hatte ich so einen krass ekelhaften Schiss, Alter. Ich will nicht mehr zu Maggis gehen. Ja, das wenn du lange nicht mal Maggis warst, ne, dann verkriegt es dein Körper halt auch nicht mehr. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt einfach meine Studentenzeit einfach am Anfang des Monats so 30 Cheeseburger und esse dann einmal einen am Tag, weißt du? Aber warum? Weil die sind ja eh so gut konserviert, weißt du, wegen dem ganzen Zeug, was da drin ist. Ja, du brauchst nicht mehr im Kühlschrank legen. Ja, sag ich dir. Joshua, kaufst du so eine Cheeseburger-Tribüne? Ne, wie heißt das? Vitrine? Ich fliege ewig. Tribüne! Maul halten, scheiß Alki, Alter, ganz ehrlich. Tribüne. Maul halten. Ups. Mein Abgang, Josh. Ja, wir werden es hier nicht ganz so ernst nehmen. Dafür habt ihr bestimmt witzige Situationen dabei. Oh, guck mal, wir können aber mal ein Tor schießen, ne? Vielleicht. Ey, ihr habt doch schon eins gemacht. Vielleicht können wir noch ein Tor schießen. Ja, okay, aufkommen dann. Lass mal hier kurz. Ich fahr mal nach vorne, mal schnell ein Tor. So. Ich hab nämlich prediktet, dass Lukas vorbeifährt. Jetzt noch kurzer Pass zu Joshua. 2-0. Chancen tot, Alter. Er hat ihn über mir gelassen. Du hast. Alter, der war so scheiße. Ach ja. Oh fuck, hätte ich ihn noch zerstört, das wäre gut gewesen. Oh. Er ist drin. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Mate habt, der einfach nicht hinten bleiben kann? Und wenn er hinten ist, dann kann er die Bälle nicht securen. Ach ja. Wird stehen den securen sollen. Ja, vielleicht nicht an der Mittellinie stehen. Ja, ist ja noch eine Lernphase, ne? Ja. Was hat Felix gesagt? 50 Stunden braucht man. Maximal 50 Stunden, um auf einem. Also um auf einem Platin. Endplatin-Level zu sein. Gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus. Ich glaube nicht, dass man. Und bevor ihr jetzt sagt. Du spielst doch selbst nur Gold! Ja, im 2 gegen 2 mit Joshua spiele ich nur Gold. Aber im Solo-Standard bin ich Platin 3. Dankeschön. Also, Fun Fact am Rande: Normalerweise fährt mir Joshua immer rein, wenn ich dribble, ne? Gerade eben habe ich so drauf gehofft, dass er endlich kommt und diesen Ball da wegschießt, und er kam einfach nicht. Ah. Ja, Lukas Steinbar. Ich fuck den einen Kerl hier die ganze Zeit, ja. Lukas Steiner? Lukas Steinbar. Alter, hat mich gerannt. Sehr gut. Nice, Josh. Bis Felix. Gehen wir dann auf den Keks. Ich glaub, dass dieses Rocket. Nee.
Egal. Ich wollte sagen, dass wir, doch, das kommt vorher. Wir bringen, wie gewünscht, Matchmaking in CSGO. Achso, ja. Gegen 5. Also, wenn wir es bis dahin geschafft haben, mal zu gewinnen. Das Ding ist halt die Frage, auf was für einen Account wir spielen. Ich spiele auf dem Main, weil da habe ich Skins. Und ja, aber du bist ja Gold 4 ja. auf dem Main. Ja, und? Ist halt die Frage, ob ich mit meinem Main spiele. Ja, kannst du machen. Dann spielen wir halt... Wissen, ich spiele halt eigentlich gar kein 5 gegen 5 mehr, weil ich habe keine Freunde. Gegen also ich bin froh, dass ich mit Joshua spielen kann, weil ich muss ihm halt Geld dafür geben. Eagle wahrscheinlich, oder? Ja, na gut. Nein. Lassen wir noch Valdi mitspielen, der senkt das Niveau wieder runter auf Gold 3. Ja, das Ding, also na gut, ich glaube, wenn wir Gold 4 haben, dann ist nicht so. Aber normal, wenn ich bin ja Master Guardian 2. Und ich spiele öfters mal gegen da? Distinguished keiner. Und ist doch Eagle. Einer da gewesen. Ach. Nee, aber ich war voll überrascht, dass von denen keiner an den Ball gegangen ist, weißt du? Danke, Felix. Ich hätte den auch gehabt. Nice, Josh. What a save. Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Komm, Lukas, den machst du rein. Nee, weil Felix den Ball berührt hat. Ich hab den Ball nicht berührt, das sieht man auch in der Aufnahme. Ja, ich ist nämlich immer gut, wenn die Leute den Ball nicht treffen, dann sagen, der Felix hat den Ball berührt. Ja, ich habe halt gedacht, der dotzt höher so von seiner Natur her. Ja, ich nix dafür, dass es so ein scheiß Quecksilberball ist. Ich wollte nur, dass Joshua kein Tor macht. Ja, die erste Runde war jetzt ein bisschen lame, aber... Alles klar. Glück gehabt. Ich fliege die ganze Zeit mit meinem scheiß Boost schon rum und habe gemerkt, das Spiel geht noch weiter. Ihr kriegt hier natürlich auch immer zwei Runden. Mal gucken, ob ich sie überhaupt hochlade. Wenn die Runden einigermaßen spannend werden in Zukunft. Ja, wenn nicht, dann pickt. Nicht vergessen, ready zu drücken, sonst muss ich schneiden. Ich bin bereit, zu jeder Zeit. Ich bin bereit. Ja, ganz enorm. Ich bin bereit. Ja, sorry, bereit. Ich muss okay zu allem drücken. Ach so. Nee, du musst okay halt die Fresse drücken. Okay, halt die Fresse. Also wir haben schon, wir haben erst 19 Uhr, weil ich habe vorhin so gefroren und mittlerweile ist mir so warm. Ich glaube, ich trinke da noch ein bisschen. Frag mich, ob das für meinen PC so gut ist, dass er 24/7 an ist. Bestimmt. Ich hab überlegt, eine zweite Grafikkarte reinzumachen, Joshua, du das sagtest. Hast du mal nach Preisen geguckt? Ich hab überlegt, also ich hatte ja dann eigentlich vor, ob ich nicht einfach eine... No way, warum geht der denn nicht? ...andere nehmen kann als eine 1080, aber das funktioniert nicht, weil es muss genau die gleiche sein, die drin ist. Zumindest der gleiche Chipsatz. Okay. Also wir spielen wieder mit dem Typen. Ja, wir spielen wieder gegen die Typen. Okay, jetzt lass die mal richtig ficken. Ja, ich war gerade. Sorry, Gedanken. Nee, aber deswegen mache ich es dann vielleicht wahrscheinlich doch nicht, sondern. Aber so ein 1080 ist doch. Ja, ist ein Schnäppchen, ne? Also. Kostet nix. Da werde ich gefragt, ob ich BE5 zocke will, Mensch. Mein Abgang, Lukas. Ich habe letztens erst gecheckt, dass wenn du Origin Access hast, ne? Premium. Dass du ja Vollversion bekommst von Games. Ja. Da hast du 100 Euro und hast quasi Battlefield 5 und FIFA 19. Ja, ey Joshua, wir müssen uns mal überlegen, ob wir uns demnächst Formel 1 kaufen, ne? Das kostet schon wieder nur 26 Euro. Ja, aber ich weiß nicht, ich will das eigentlich nur mit Lenkrad zocken. Ich habe aber keinen Bock, 200 Euro für ein Lenkrad auszugeben. Da klaut er mir im Gewusst. Lenkrad, Schmenkrad, sag ich alles, ganz ehrlich. Ja, mir macht das halt nicht so viel Bock ohne Lenkrad. Ja, gut. Also Forza kostet übrigens auch schon nur noch irgendwas mit 42 Euro oder so. Ist Forza schon 39. Draußen? Nee. Das hätte ich ja schon gekauft. Aber ich habe einfach mal so vorhin nach Preisen geguckt. Als Kajosch, was machst du denn? Hey, ich habe den doch abgeblockt. Rückwärts gefahren, der geht rein wegen dir, toll. ich hätte doch voll verhindern können, aber hier hätte ich den Ball gehabt. Ja gut, du bist halt bei mir rückwärts gefahren, da dachte ich, Alter, was macht Joshua denn? Das Tor kommt doch nicht. Den hätte ich locker haben können, aber egal. Ja, ich hab gesagt, der ist drin, dann muss er auch rein, weil sonst hätte ich ja Unrecht gehabt. Fahr mal nach vorne zum... Oh scheiße, ich wollte gerade Ram sagen, fahr mal nach vorne zum Boost. Ob jetzt in die Mitte, zur Titte, oh, zum Sack, zack, zack. Hab ich gestern oft gehört. Ja, Joshua war auf dem Familienfest. Bin mit der Mutter in die Titte gegangen. Oh, schade, ey. Bisschen anderer Winkel. Hat den jemand von euch? Natürlich hat ihn keiner. Nee. Natürlich hätte ich den gehabt.
Ja. Guck mal, das sagt er so im Nachhinein, das ist immer gut. Lol. Faked. Darf ich einmal kurz den Bus haben, danke? Sehr gut, du kannst weiter so. Oh. Ja, wie soll ich denn da hingehen und rückwärts fahren? Ich hab gerade mehr geklärt. Was ein Spasti. Oh. Alles klar. Also, eigentlich könnten wir das super als Talk vermachen. Da können wir ein bisschen quatschen. Gott, ey. Wie geil war das denn gerade? Ja, aber Joshua, überleg dir mal, ob du nicht doch Formel 1 holen willst. Ich meine, so ein paar Rennen fahren. Hätten wir safe witzige Sachen recorden, ja? Also wie ich gewinne und du in der ersten Runde noch kaputt gehst. Ich hab nicht mal Super Sonic. Hä? Nee, ich hab nicht mal Super Sonic. Hä, warum killt der mich denn, wenn der neben mir fährt? Also ja, weil er es kann. So. Danke, Josh. Sorry. Schade, LOL. Und er fliegt vorbei. Ja, er callt, er fliegt vorbei. Der Einzige, der vorbeifliegt, ist deine Mutter. Die kann nicht fliegen. Die Urlaub fliegt, meine ich. Doch, die kann fliegen. Oh. Ihr macht Chat. Komm, Jungs. Oh, nein, dran gehen. Komm, ja, danke, Josh. Bin Mitte. Oh, sehr schön. Alter, mega lag. Und da ist drin. Hä? Ich hab auf einmal einen Typen zerstört, warum auch immer. Warum den zerstört? Ja, weil der nicht reingefahren ist. Alter, report mal diesen 2410. Ja, nerv mich. Ich reporte keinen im. Doch, ja? Mann. Nee. Josh, wie sieht's aus mit Fallout? Das holst du dir aber, oder? Als ob ich jetzt schon weiß, ob ich mir Fallout hole. Hey, als ob du es jetzt noch nicht weißt. Ja, ich hol mir Fallout. Natürlich hol ich mir Fallout. Boah, Felix, das war gerade so kurz davor, dass ich voll wegkomme. Wie es halt niemand gecheckt hat, was ich gerade gesagt habe. Ich hab gerade schon mir Vorhaut gesagt. Und das war's wieder mit einer entspannten Runde Rocket League. Guter Safe, Lukas. Och nee! Spiel doch mit Valentin. Weißt du, es war ja okay, nee, Mann, da können wir auch einfach mit einem Bot zu spielen. Es war okay, mit einem Noob zu spielen, ja? Aber guck mal, das war so knapp. Das war so knapp. Ja, dann gib doch mal Tipps, wie man da einfach besser hingeht, anstatt dumme Scheiße zu labern. Also muss einfach dumm schalten. Denken die schon, wir wären scheiße. Es war aber Eigentor von denen, gell? Nee, wir haben mich gemacht. Ich hab mich in blau getan und bin danach reingeflogen. Nee, weil ich hab's gerade nicht gerafft, wegen, weil es Joshua das Tor war. Ja, weil es sind immer. Gibt keine Eigentore. Der zuletzt berührt hat, ja, ist mir klar, aber. Ich hab gedacht, ihr wärt wenigstens so vorne mit dabei gewesen. Ja, ne? Ich war da vorne mit dabei, hab natürlich die ganze Zeit gerammt. Josh! Sehr schön. Komm mal, Tackle, wir müssen das Spiel noch drehen. Erstmal vorne die Ecke spielen, zur Absicht. Boah, Alter! Sorry. Hey, warum schießt er denn die ganze Zeit Eigentore? Weil die scheiße sind. Ich glaube, weil der seinen eigenen Typ nicht mag. Aussehen. Ist ja nervig, ey. Das ist, wenn du Dings hier, psychische Kriegsführung, Seminar abgeleistet hast, dann passiert das manchmal. Genau. Also wir haben uns so lange scheiße gestellt und gelabert, bis die dachten, wir sind scheiße. Jetzt ficken wir die richtig. Ja, schmeckt. Ja, wenn ich schon wieder Mates hab, guck mal. Geil. Was macht Joshua da? Joshua ja, was machst Kreis. Du denn da? Ich bin auch im Kreis gefahren. Ich wollte einmal so sein wie du. Ich wollte einmal so sein wie du. Hab mir gerade die Zähne ausgeschlagen, damit ich keine Zähne mehr hab, so wie du. Und danach bin ich im Kreis gefahren, so wie du. Kannst du eigentlich ein Lied draus machen? Warum?
Keine Ahnung, wäre ein guter Refrain gewesen. Oder eine Hook. Josh! Schlag mir die Zähne aus, so wie du. Bin ich vielleicht gefahren, so wie du. In der letzten Folge, die heute kam, für euch ist es wahrscheinlich schon wieder eine Woche her. Nein, nicht ganz. Du hast gesagt, wir sollen Rapper sein. Stimmt. Was mach ich jetzt? Alles klar. Nach vorne, Jungs! 16 Sekunden! Rüdiger! Nicht so tief! Ja, alles klar, ist lost. Ja, jetzt sowieso. Ja, ich gönn's euch nicht, dass ihr nur mit einem Torunterschied verliert. Also ich verliere nicht. Was ein Wichser er ist. War halt auch ein guter Pass. Ja, war doch eh keiner hinten. War doch eh keiner hinten. Ja, ich war hinten. Nach vorne! Ja, wenn ich nach vorne sage, heißt, ihr sollt ein Tor schießen und nicht am Ball vorbeifahren. So wie Josh eben. Den hättest du auch mal machen können. Ja, so! Du musst es keine Handfälle, hätte ich noch machen können. Ja. Da wird das Format eher zum Reden nehmen als zum Spielen. Was ist mit der Runde Rocket League? Leider mit dabei war Lukas und Joshua. Ich hoffe, ich werde die irgendwann wieder los. Auch rein, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht. Ach man, der Typ ist so toll. Say less. Say less. You ain't got, you ain't got, you ain't got. Say less. Yeah.